So, willkommen zurück zu The Division. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, werden wir heute die Basis ein bisschen untersuchen. Das erste, was wir hier haben, ist die Box, in der wir unsere Munition und alles auffüllen können. Dann haben wir hier das Lager und jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Aha, okay. Sehr gut. In dem Lager, was wir jetzt hier sehen, sind alle Sachen drin, die ich mit meinem höherrangigen Charakter eingelagert habe. Das ist ganz cool, gerade wenn man Sachen von einem zum anderen schieben will. Das ist dann wie bei Diablo, nehme ich mal an. Oder was heißt, nehme ich an, es ist so, dass man Sachen einlagert und dann alle Charaktere darauf zugreifen können. Das ist eine coole Geschichte. Im Übrigen, hier kommen dann auch die Sachen rein, die aus der Dark Zone geborgen wurden. Coole Sache. Gefällt mir echt gut. So, wir hören uns jetzt hier Sehen Sie erstmal sich die Schätzchen mal an. noch mehr Nebenmissionen ab. Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Ich verstehe nicht mal die Halte Hälfte dich von nicht dem, mit was dem Kendall Tod oder dem sagt, Gemetzel aber auf um dem dich herum Bahngelände auf. könnte irgendwas Oder der Wichtiges sein. Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst, und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du da raus musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, okay? Du bist ja so positiv eingestellt. Wahnsinnig toll. Waren Sie schon beim russischen Konsulat? Wissen Sie Ja, was? natürlich. Ja, genau. Quatsch mich nur alle weiter voll. Verdammt, so. Karte aktualisieren. So. Hier haben wir Händler. Viel Glück da draußen. Waffenmods können hier gekauft werden. Dann Ausstattung und Waffen. Ich habe die beste Auswahl in New York. Wir haben momentan keine Credits, also ist es eigentlich relativ sinnlos, hier reinzuschauen, da wir eh nichts Ja, kaufen es war können. enttäuschend. Eine Werkbank gibt es hier, wo wir dann Sachen herstellen können, das ist aber momentan in der Beta nicht machbar. Und wir gehen am besten erstmal in den medizinischen Flügel. Ich wünschte, der Captain. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Alles klar, wird gemacht. Werfen Sie einen Blick drauf, bevor alles weg ist. Was genau der Haben Sie Belohnungshändler schon was im Blick? später anzubieten hat, kann ich echt nicht sagen. Habe ich auch Hä? Ist ja nicht so, als würde ich hier das Geschäft nicht meines Lebens wirklich, machen. ja, wie soll ich sagen, nicht wirklich einen Clou, was da kommen könnte. Wir schalten jetzt erstmal nach und nach die Flügel frei, beziehungsweise schauen uns an, was die Flügel machen. Sicherheitsflügel kommt jetzt. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Captain Benitez. So, und jetzt noch der letzte der drei Flügel. Der Technikflügel. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt, aber wenn Sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Sie hält ihn also für hilfreich. Schön. Hey, hören Sie, ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten, weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Wir holen sie zurück. Hey, Sie müssen. Ja, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Sehe nur ich das so oder ist die Alte einfach durchgehend aggressiv eingestellt? Puh. So, schauen wir mal auf die Map. Du tust ihm ja weh! Herr
Die Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen. JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Die Ärzte werden als Geiseln gehalten. Wir brauchen sie, besonders die Leiterin Jessica Candle, eine Virologin. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie dort auf. Machen wir doch glatt. So, hier sind die ganzen Nebenmissionen angezeigt. Hier hinten ist die Dark Zone. Wir machen jetzt erstmal die Hauptmission. Das ist erstmal Hauptziel von dem, ich nenn's mal Let's Play. Also auf zur Hauptmission. Ist auch gar nicht weit weg. Und schaut euch das bitte an. Sieht das nicht mega geil aus? Ich meine, ja, ich sage es während den Aufnahmen bestimmt ziemlich oft, aber meine Fresse, das Spiel ist grafisch einfach der absolute Knaller. Ich möchte es echt nicht mehr missen. Und ich bin... Ich glaube, ich werde echt aggressiv werden in der Zeit von Beta-Ende zu Release. Ach, das wird eine schlimme Zeit. Aber hey. Auf geht's. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Candle und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Wir bleiben hier als Rückendeckung, wenn Sie das medizinische Personal... Hier lebt noch einer. Boom. Schade. Man kann die Deckung leider nicht zerschießen. Au. Einfach mal alles nach. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Candles Aufenthaltsort finden. So, erstmal schauen, ob hier hinten noch irgendwas ist. Ja. Ist es. Müsli-Riegel. Das sind zum Beispiel so eine Objekte, die dann diesen Mitbürgern in Not gegeben werden können. Falls ihr euch schon daran erinnert, die Passantin, die in der letzten Folge auf uns zukam, der wir so ein Medikit gegeben haben. So, noch irgendwas? Hier? Nein? Gut. So, wir haben jetzt gerade eine Mod aufgehoben. Können wir jetzt einfach mal eine Waffe packen. Unsere M4. So, wir haben ein Mündungsteil bekommen. Und zwar... Nee, Quatsch. Unterlauf. Wir haben jetzt eine angewinkelten Griff, in Rot und Normal. Gibt uns beides dasselbe, 3 Stabilität. Ich nehme den roten Griff, der sieht ganz fancy aus. Und so werden im Endeffekt Mods angebracht, mehr ist es nicht. Einfach nur den Slot auswählen, die Mod auswählen. Die haben halt verschiedene Attribute jeweils. Und so funktioniert das Modden relativ einfach. Alles durchladen. Mal umschauen, ob es noch irgendwas zu holen gibt. Hier nicht. Hier auch nicht. Gut. Ist hier noch was? Nein. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Candle und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Brandgeschoss. Sehr schön. Werden wir gleich mal ausprobieren. Ach nee, halt Brandgeschoss war das. Ah, okay, alles klar.
können wir erstmal wieder Munition auffüllen. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Nichts. So, mal gucken, ob wir jetzt mit einer Granate ein oder zwei Leute auf einmal kriegen. Ich glaube nicht. Weiter suchen. Wir holen uns den da hinten. Ja. Ich mach's euch den Männer. Boom. Weitere Feinde entdeckt. Na komm, lad mal. Na los. Kommt runter. Der kann mehrere auf einmal ausschalten. Den jetzt treffen? Natürlich nicht. Macht aber nichts. Ups. Weitere Feinde entdeckt. Und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobis. Viele werden mich jetzt, glaube ich, auslachen, zwecks meiner Shooter-Skills. Ich weiß, ich bin nicht der beste Shooter-Spieler, aber das macht auch nichts, das will ich auch gar nicht sein. Für mich persönlich reicht es. Nehmen wir noch ein Medikit mit. So, da hinten ist noch eine Munitionstruhe. Hier noch eine. Oh, noch ein Medikit. Kann man aber, glaube ich, nicht mitnehmen. Ja, wir können bis jetzt nur zwei mitnehmen. Hier hinten ist noch ein Medikit. Okay. Dann auf zum nächsten Punkt. Auch die Innenraumgestaltung. Das ist einfach nur total geil. Das heißt, die hätten den Garten ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Doppelläufige Schrotflinte. Ich habe bis jetzt im Spiel noch keine Schrotflinte genutzt. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Und ich werde die Eltern holen Sie sie raus. Irgendwas? Nein. War auch nicht. Das war wieder ein Medipack. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf.
So. Drei Mann. Da kommt, glaube ich, noch ein paar Verstärkungen. Das macht viel mehr Spaß als die da. Das ist nicht so effektiv auf Entfernung. Ach Gott, verdammt. Den Scheiß packst du. So, kommen jetzt noch welche? Ja, nein. Okay. Jungs, alles cool. Sehr schön. Wow. Fuck. Ach, scheiße. Okay, ich glaube, die Schrotflinte werde ich definitiv weglassen. Ist nichts für mich. Allein schon, weil ich wenig treffe. Okay, Schrotflinte. Was nehmen wir? Die MP5 hatten wir. Die hier. Alles klar. Auf ein neues. Diesmal richtig. Ist denn schon eine Granate? Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Warnung! Feinde entdeckt! Tötet sie alle! Packt sie! Bumm! Wird vom Dach aus unter Feuer genommen. So. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Ich wieder. Wo sind die? Kommen die jetzt mit? Nee, ne? So, liegt hier hinten irgendwas? Nach oben. Na, die Stelle habe ich mir gemerkt. Gibt es nämlich links und rechts noch jeweils ein bisschen was zu holen. Explosivgeschoss. Auch noch was, jetzt rechts von uns, da müssen wir dann gleich weiter. Hier holen wir uns erst noch den Loot. Eine Arbeitsmaske. So. Ausrüsten. Rucksack können wir auch noch mitnehmen. Panzerung haben wir noch keine bessere. Nehme ich jetzt mehr EP oder mehr Lebenspunkte? Ah ne, das ist ja. Okay, gut, wir bleiben bei dem
haben wir keine. Hier haben wir auch keine weiteren. Okay. Jetzt noch irgendwelche Mods. Wir können jetzt an die MP5 noch eine Mod dran bauen. Dann nehmen wir mal. Er ist eh alles dasselbe. Auch den roten. Hat er die jetzt natürlich nicht angebracht? Okay, Moment. Hä? Hier ist auch keine Mod mehr dran. Warum? Blick ich gerade nicht durch. So. Da ist jetzt die Mod dran. Jetzt hier noch den Griff. Anlegen. So. Jetzt aber. Und auf zum nächsten Missionspunkt. Alpha Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt! Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Granate, leider. Warnung, weitere Feinde im Anmarsch. Lasst sie kommen. Mit seiner scheiß MG da oben. Du wirst untergehen. Ich schau dir auf. Warnung, weitere Feinde im Anmarsch. Au! Bist du nur behindert? So, jetzt holen wir uns Hutch. Wow! Das ist fast schon ein bisschen zu knapp. Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Kendall und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. Gut. So,
Brot zum Auffüllen. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Hier hinten vielleicht? Ja, nein. Hier. Das sieht mir aus, als ob da was wäre. Okay, gut. Dann würde ich sagen, begeben wir uns wieder raus hier. Und schließen die Mission ab. So. Und reden werden wir mit der lieben Jessica Kettle in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Quatsch, bin noch alle zwischenrein. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.